Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind hier immer noch wunderbar unterwegs. Sind jetzt am Rande des Divide angekommen, wo wir irgendwie so ein bisschen verantwortlich dafür sein sollen, was hier so passiert ist. Ich halte das immer noch für ein Gerücht. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder auf eine Schusswaffe umstellen. Wir nehmen jetzt mal das Leer. So viel Leer. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier überhaupt runter? Hier. Ah, ich habe eine Idee. Wir brauchen dazu nur den Laserdetonator. Können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen? Oder auch nicht. Ein bisschen enttäuschend jetzt gewesen. Dann zurück zum Leer. Oh, der ist kaputt. Das ist kein schönes Leer. Das gefällt mir besser. The Divide. Unzivilisiert. Warum greift er mich mit einem Scharfschützengewehr aus nächster Nähe an? Komische Leute hier. Aber hier muss doch jetzt irgendwas Tolles drin sein. Wenn hier jetzt sogar hart ist. Oh ja. Magazine, die ich nie benutze. Ja, schön. Ja, wie viele? Vielleicht doch nochmal wieder gucken, ob da welche sind, die permanente Boni geben. Hey, Dad! Check out this robot I found! Careful, Tommy. I've never seen a robot like that before. It might be dangerous. He's not dangerous. Look, he's hurt. Can we take him home, Dad? Maybe Mom can fix him. I don't know, son. What if someone comes looking for it? Please. He looks so lonely. Maybe if Mom fixes him, he can help her out around the garage. All right, boy. But if he breaks anything, it's coming out of your allowance. Yay! He'll be just like Ralphie. Only this one's not a toy. Klingt so, als wäre das Kind ziemlich in dich vernarrt. Warum hast du es verlassen? Hast du aufgegeben, die Mission von Whitley fortzusetzen? Wo ist das passiert? In Illinois? Also, da hast du diese Platte herbekommen. Das andere Ich, meine ich. Und was ist ein Chicago? Na komm, lass uns weitergehen. Keep going! Achso, das waren doch gar nicht die von unten, oder? Sind die hochgelaufen? Ach, dann sind das doch vielleicht die gewesen. Ui. Achso, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Oh nein. Nicht das schon wieder. Da hinten ist auch noch einer. Eiskalt immer daneben geschossen. Kommt doch mal klar, Leute. Wow. Da oben!
Oh, 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 oh. Mir geht's ja gerade richtig schlecht. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Denn brauchen wir mal hier so ein bisschen Stimpak Power. Oder Healing Powder. Aber auch Stimpaks. So. Ja, auf Ellie wollte ich jetzt nicht schießen. Na, immerhin kommt sie mal wieder. Gut. Boah, der nervt aber auch richtig da hinten. Der war gut. Okay, ein Problem weniger. Ui, die hat aber eine große Waffe dabei. Die schießen wir gleich mal weg. Hui, nur viele schöner. Sehr gut. Ah, wir sind da mal wieder vorbei. Also schön auf Abstand gehen. Na gut, so richtig schön mit Abstand ist hier nicht. Das kann ja was werden. Das muss so. Alles gut. Schön, jetzt bitte, den wollte ich ja mal benutzen. Und der ist nicht so gut auf Distanz. Okay, der ist ganz lustig, aber ja, der ist ganz lustig. Bleiben wir dabei. Okay, wir müssen da irgendwie in die Höhlen rein. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Aber wir werden schon einen Weg dahin finden. Na, Munition. Ja. Zumindest ein bisschen Munition. Das sieht auch aus hier. Eieiei. Okay. Ach, guck mal, da können wir sogar zwei Dinger weghauen. Nein, das wollte ich nicht. Dann können wir wenigstens noch eine Cola mitnehmen. Okay, dann brauchen wir den Laserdetonator. Meins. Nummer 2. Was haben wir jetzt hier Schönes freigeschaltet? Ah, den Weg hier runter. Okay. Auch nett. Okay, aber dann gehen wir jetzt hier durch die Tunnel, dass wir weiterkommen.
Das war eine 308er Kugel. Vermutlich handgeladen. Das würde die meisten Roboter deiner Größe zerstören. Kein Wunder, dass du es nicht bis nach Navarro geschafft hast. Da sind wir gemein. Okay, es klingt so, als hätten sie dir durch die primären Stabilisatordüsen geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du danach noch weitergekommen bist. Was war das? Du hast aber Glück, dass du von ihnen weggekommen bist. Sie hätten dich wahrscheinlich für Schrott verkauft. Hat sich schlimm angehört. Okay, weiter geht's. Squirrel und Stick. Na, was treibt sich hier schon wieder rum? Oh, hier ist ein Bett. Das ist gut, dann können wir hier mal ein Stündchen schlafen. Die Tunneler wieder hier. Die Blassenpistole ist halt auch nicht die stärkste Pistole. Aber ich hatte gerade mal Lust drauf. Ja, so viel Waffenauswahl. Kann man hier mal so ein bisschen durch rotieren. Was ist das? Das ist eine Alien-Kapsel hier? Autodog. Ah, wir sind aber im Kampf. Dann helfen wir mal so ein bisschen. Wir noch mehr. Wow, das war wirklich mein kritischer Treffer. Jetzt brauchen wir kein Autodock. Conduct Physical Exam. Ist bestimmt gut. Einmal aufheilen, wieder komplett heilen, bitte. Gehen wir weiter hier. Komm, kleines Stückchen noch. Dankeschön. Doktor Speck ist gut. Die können wir ganz gut gebrauchen nach diesen ganzen Minen, in die ich reingelaufen bin. Ist dann genau das Richtige. Next week on Ralphie the Robot's Incredible Odyssey. Ralphie, hurry! If mean old General Winters catches you, you'll never make it home! Next Saturday for the exciting conclusion, only on Vault-Tec Channel 9. Eddie? What are you doing in here all alone? And who left these old videos playing? Come on, let's get you into your recharge bay. We've got a big day tomorrow. Ist es das, was du versuchst, deinen Weg nach Hause zu finden? Manchmal fühle ich mich genau, oder fühlt es sich für mich genauso an. Was glaubst du, warum ich ein Kurier geworden bin? Keine Sorge.
Ich werde keine gemeinen alten Generäle dich finden lassen. Und plötzlich machen mehr Sachen oder geben viele Sachen mehr Sinn. Ja, Eddie, ich bin sicher, Ralphie, der Roboter, wäre sehr stolz auf dich. Ich tue, was auch immer ich kann, um dir zu helfen, nach Hause zu kommen, nachdem wir mit diesen Sachen hier fertig sind. Komm schon, Eddie, wir müssen weiter, immer weiter. Genau. Genau so. Das ist die richtige Einstellung. Thought that explosion, that building falling deep in the divide, might have been your work. Wouldn't kill you. Maybe close. Knew you'd survive. But no need to go any farther. You've brought me what I need. That machine with you, sealed in the Hopeville silo. Needed someone to unlock it. Bring it home. Now the signal's strong enough. No need for you to carry it anymore. I can call your machine to me. Nein! Du willst den Roboter? Warum? It's a messenger, like us, and it shares our history. If you feel its loss, remember, you could have turned away at any time, gone back home, and none of this would have happened. But you had to make one last delivery, and that's why I knew you'd come, courier. Couldn't stay away. It's who you are. Du nimmst mir Eddie nicht weg. The machine you brought is mine now. It's coming home. I'll reduce it to parts, just enough to function, to be aware of what's happening. What's inside that machine? That's all that mattered. All the machines here, made of wreckage from the divide, and all that was brought here. Inside its frame, it carries the message you brought here, and it'll do what it was programmed to do. Whatever it can to get home. The giants here will listen to it. I'll bring the divide to your home, your nation. Let its flag burn, just like you let the divide burn. Big mountain access code, Ulysses. Command override. Navarro. Ulysses hat die Kontrolle von Eddie übernommen. Du hast Eddie als Companion verloren und alles, was er mit sich getragen hat, wird zu dir übertragen. Gut, er hat ja, glaube ich, nichts mitgetragen. Oh. Eddie, komm wieder. Och, nö. Okay, wir müssen Eddie finden. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.